So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Pillins-Folge. Ich habe überlegt, ob ich heute noch eine zweite Folge zu Brenner Pflanze machen soll. Falls ich das noch machen soll, könnt ihr mir das gerne schreiben. Sonst mal schauen. So, ja, wir spielen heute Kinessa. Ich habe die Kinessa schon mal vor Ewigkeiten gespielt. Ich weiß nicht, ob ich ein Video dazu gemacht habe. Oder nur im Stream, aber ja. Schaffe jetzt eine Kombinationswaffe, die als Energiekarabiner oder Vergiftungslasergewehr verwendet werden kann. Die Karabiner verursacht alle 0,15 Sekunden 180 Schaden pro Schuss. Wie genau man das dann so verwendet, weiß ich nicht. Also wie man es nicht als Sniper, sondern normal verwendet. Vermutlich, wenn man ein Zielfernrohr rausholt, ist ein Sniper und sonst ist es keine Sniper. Sniper ist halt ein Fernangriffsschuss auf und verringert ab, um bis zu 1000 Schaden zu verursachen. Genau, ja, wenn man Sniper-Modus rausholt, dann ist es Sniper, sonst ist es. Ja, sonst kann man es gut im Nahkampf verwenden. Falls ich richtig verstanden habe, Transporter platziert, Transporter, der dich nach kurzer Zeit in seine Position teleportiert. Drosselmine, Knesshilfe bis zu 2 Mini vorne gegen 1,2 Sekunden 20 Schaden zufügen. Okay. Die Mine, mal schauen, wie die funktioniert dann genau. Oh, ein Kopf, ihre Erfolgsschüsse in die Oberhälfte eines gegnerischen Charakters versuchen 5 Sekunden lang 50% mehr Schaden ausfallen, verbrauchen den Schuss im Sniper muss keine Munition. Okay. Mal schauen. Und ja, ich habe Zielwasser als Fähigkeit. Es gibt immer noch nicht den Trainingsmodus, weshalb ich ja euch das einfach so zeige. By the way, gerade ist jeder Charakter free to play. Genau. Das heißt, ihr könnt jeden mal spielen. Das heißt, in die nächste Paladins-Folge wird sehr wahrscheinlich zu Inara sein, weil es die einzige ist, die ich noch nie gespielt habe. So, ja genau, sonst habe ich jeden zumindest schon mal gespielt und ich glaube auch zu jedem Video gemacht. Oder zu einem Charakter, den ich schon gespielt habe, ich glaube, ich habe kein Video gemacht. Aber eigentlich sollte ich sonst jeden schon gespielt und noch zu jedem Video gemacht haben. Ja, und Kinesa habe ich diesen Skin. Den Skin finde ich sogar wirklich cool. Also ja, ich gucke mit Zielwasser. Okay, mal schauen, ob ich irgendwas hinkriegen werde. Ich habe diese Minen. Genau. Und hier kann ich einfach so normal schießen. Ich glaube, sie wurde ja auch verändert. Aber oh ich werde einfach nach einer ziemlich schnellen Zeit, sage ich mal, dann geportet. Okay. Und hier habe ich diese komischen Minen, die irgendwas scheinbar anrichten können. Okay, und umso länger ich den Schuss auflade, umso mehr Damage. Scheinbar. Die kriegen gerade ziemlich viel Damage da hinten. Okay. Und voll aufgeladener Schuss. Sollte da nicht eigentlich dieses Ding den Damage machen? Okay, also über mir war noch ein Gegner. Ich finde, sie spielt sich irgendwie so richtig seltsam. Okay. So. Aber sie ist voll OP beim Snipen. Okay. Alter, die ist voll OP. Ja. Alter. Vor allem, weil sie so oft schießen kann. Ich verstehe sie nicht. Also, sie kommt mir gerade mega OP vor, aber irgendwie. Oh Gott, ja, ich werde sterben. Und meine L ist auch irgendwie seltsam. Und man veraimt leider auch ein bisschen. Wenn, man lädt auch so schnell nach. Zack. Man lädt auch so todeschnell nach. Also er wirkt mir echt ein bisschen zu OP. Sie. Schaut es euch auch doch mal an. Das ist voll die Verarsche. Also. Ja, ich wollte mal die Ult von ihr aktivieren. Bei dem macht auch noch Schaden. Komm. Da habe ich auch noch im Nahkampf bin ich auch noch stark. Also. Ja, ich will ja nicht sagen, aber.
Die Ult habe ich aber mega gut verhauen. Ich glaube auch, umso länger ich auflade, umso mehr Damage mache ich. Ey, das ist doch lächerlich. Komm. Alter, also nee. Wenn jemand OP ist, dann ja wohl sie. Komm. Okay, ich spiele ziemlich blöd, aber ey, das ist doch OP. Das ist halt Todes OP. Komm. Das ist halt ziemlich. Das einzige Problem ist. Dass ich blöd spiele. Und. Hä, das ist doch total OP. Ich mache total viel Damage pro Schuss. Ich habe auch noch Minen, die Damage machen. Ich bin komplett overpowered. Junge. Also das einzige Komische ist, dass man mit dem Aimen ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber sonst kann ich mich nicht beschweren. Also, okay, Kinessa OP. Man kann sich zwar nicht wie ein Bastrix unsichtbar machen. Ja, und das Aimen ist generell natürlich mit Sniper ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss ich erst dann gewöhnen mit der Bewegungssteuerung. Aber ist ja echt OP. Okay, hier sehen Sie einen komisch spielenden Androxus. Okay. Schaden 38.000, das war ganz gut, aber das ist doch echt lächerlich. Transport wird nun sofort ausgelöst. Das verstehe ich nicht ganz, denn. Der teleportiert mich ja sowieso instant. Also. Diese Minen sind auch seltsam irgendwie. Komm. Also irgendwie, keine Ahnung, ist sie ein bisschen OP. Also. So ein bisschen. Wieso ist sie so overpowered? Komm. Also. Komm, ey, das ist doch lächerlich. Kann mir jemand als erklären? Weil ich dachte, das eine gute Idee wäre, sie so OP zu machen. Ey, ja. Okay, ich verstehe. Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Komm. Das ist doch lächerlich. Nee, das ist. Also, nee, das könnt ihr mir nicht erzählen. Alter. Nee, wirklich. Komm. Ist halt, das Aimen ist ziemlich schwierig mit dem. Mit der Bewegungssteuerung. Fühlt sich richtig seltsam an halt. Aber. Ach komm. Und dann wird gesagt, dass sie gut ist. Sie ist OP. Sie ist nicht gut, sie ist OP. Ich wollte einen Schuss abgeben und dann wechseln, aber.
Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich. Ach komm. Ist so lächerlich. Also. Okay, Leute, eure Meinung zu Kinessa gerne in die Comments. Ich glaube, meine Meinung wisst ihr. Die ist komplett overpowered. Ich wollte gerade nochmal schießen. Vor allem, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Und nicht so wie ich spielt. Dann ist es echt nicht mehr feierlich. Weil. Also meines Erachtens ist sie komplett OP. Aber ja. Ja, ne? Wie gesagt, ist meine Meinung. Könnt gerne andere haben, das ist. Ziemlich, also meines Erachtens ist sie lächerlich OP. Ja, das ist doch lächerlich, komm. Ja, wow, nein, da werde ich von Strix angegriffen. Ja, nee, also. Meine Sache ist, sie ist so OP. Hallo? Komm, jetzt zeig ich auch noch meine Ult, ja. Oder war jemand? Da war jemand. Oh, da ist ein Gegner. Oh, Moment, ich habe ja meine Ult, das heißt, ich bin noch stärker. Noch stärker als komplett overpowered. Ah, ja. Man muss auch, kann auch den Schuss aufladen, um noch mehr Damage zu machen, aber. Also. Ich denke, dass ich sie komplett OP finde, ist verständlich, wenn man sich das mal so anschaut. Okay, das ist Kinessa, meine lieben Leute. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare oder keine Ahnung, ihr wollt, aber ich finde, sie ist ja sowas von overpowered. Yeah, ich habe keine richtigen Worte gerade. Dafür sie ist 1000 Billiarden mal besser als Strix, auch wenn Strix ausweichen kann. Ja, gut, okay, man kann das Strix auch gut aufräumen. Aber sie kommt mir gerade so OP vor. Also 55.000 Damage. Wie gesagt, meines Erachtens ist sie total OP. Yeah. Okay. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Das Video kommt vermutlich wieder ein bisschen später. Mal schauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Stream. Ja, ciao, ciao.